Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Ralf. In der letzten Folge haben wir in diesem Ripper-Abfuck-Labor, was auch immer, diese, naja, Information bekommen, dass die gute Evelyn, naja, ich will nicht sagen entsorgt wurde, aber sagen wir mal, sie wurde entfernt und von nichts, also von keiner anderen von dieser Wakako, mit der wir schon mal Kontakt hatten. Das ist. Und wir werden uns jetzt zu ihr hinbegeben. Aber vorher habe ich gerade gesehen, dass der gute Takamura uns kryptische Sachen schickt. Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter dem fünften Bambusrohr im Dorf, geht auf die Jagd. Er stillt seinen Durst am Wasserloch, während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Ja. Amateurin. Ja, Herr Takamura. Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, oh, aber ich halte es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar versteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an Docks an den Channel Street Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden? Oder war das zu kompliziert? Schon klar. Hi. Geheimcode schön und gut, aber gut. Dass er damit sagen wollte, geht dahin, wo ich das Foto gemacht habe. Das hätte man, das wäre man schon drauf gekommen. Aber ich finde das trotzdem witzig. Aber jetzt gehen wir mal willst du uns dahin. abzocken oder was? Da Natürlich. fehlen vier Beutel, Mann. Er hat Pablo Vier Mitchell Beutel, gesehen. Mann. Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus. Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Und wieder. Ein bisschen zu weit gelaufen. Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Oh, wir sind schon hier. Hallo. Guten Tag. Hey, was gibt's zu besprechen? Ich suche einen Braindance. Einen bestimmten? Jawohl. Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäfte über die Bühne. Lol. Und ganz nebenbei kann ich das unmöglich. Das fliegende Handy. Und das wäre? Sicherstellen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer und der Mittelmann nicht nur im Geschäft, sondern auch am Leben bleiben. Punkt. Frag mich also nie wieder wer, wie, was, wieso, weshalb oder warum. Kannst du mir so eine Aufnahme besorgen? Nein. Aber ich weiß ziemlich genau, wer es kann. Ja? Wer denn? Gibt einen Laden an der Jig-Jig Street. Hat eine Büchse der Pandora voll Dreck. Frag den Besitzer. Danke, Bako. Ja, dann gehen wir da mal hin. 20 Meter ist auch nicht so weit weg. Klär ums Eck rum. Ja, gut. Ja, wiederhol nicht alles. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig. Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Okay, der schickt mich zum nächsten. Da. Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in ja, ist schon gut, mein Gott. Schallplatte verschluckt, oder was? Suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes.
Oh. Ich komme ein andermal wieder. Komm aber. Oh, Hose. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Schon gut. Ich borg mir was. Was hast du? Virtus. Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Polizisten sind wie Kinder. Mama und Papa lassen die nicht alleine raus. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wo hast du die Aufnahmen her? Ich dachte, du bist kein Bulle. Bin nur neugierig, mehr nicht. Deine Neugier wird garantiert gestillt, sobald du die Ware hochfährst. Die Leute, die sie machen, besessen von ihrer Anonymität. Hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Ich bin keine Feinschmeckerin, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen. Es ist manchmal blöd, dass man die Wagen durchscrollt und gleichzeitig, wenn das in der Rack ist, aber dann die Waffen durchscrollt und dann gezogen werden. Ist ein bisschen doof, dass das auf der gleichen Taste ist. Und schade, dass ich hier nicht genug Karma-Punkte habe. Ja, hast du was Interessantes für mich? Den da. Ein Tausender. Ja gut, dann haben wir es halt. Nicht kompatibel mit meiner Software. Wäre ja zu viel verlangt, wenn man da noch ein bisschen Bonus hätte, aber gut. War mir ein Vergnügen. Judy, ich komme. Der hat dich geraten, ich sag doch, ich kaufe echt. Ja, ganz sicher. Nein, bleib dabei. Ich hab eben was total Witziges gesehen. Steig an. Ja, bin ich die ein... Ja. Hey, wie? Okay. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann los. Ja, dann enter the brain dance. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Okay, gehen wir wieder in den Detektivmodus. Lass uns das mal einmal ablaufen, wie es aussieht. What the fuck? Also hier ist schon mal was. Da kommt noch mal was. Da überlappen sich zwei Dinge. What the shit? Okay. Dann spulen wir mal zurück. Thank you.
Also. Wie? Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Arme Sau. Also, was haben wir da? Vor kurzem bestellt. Pizza. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka & Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Okay. Muss ein Scaff sein, sonst zieht sich niemand so an. Electric Corp Logo auf den Overalls. The shit. Dieses Sünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm. Backeslice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Das war es aber schneller, als ich dachte. Nur die drei Hinweise? Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber gut. An den Ebenen hier ist nichts. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scaffs. Dann haben wir okay. Wohl alles. Also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Okay, auf geht's. Dann mal los. Hau rein. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Riesenwaffe.
Echt, ist schon angenehm, einfach mal die Blicke schweifen zu lassen, wenn man nicht selber fahren muss. Ui. Wie weit haben wir es eigentlich? Er steht quer. Oh, wir mussten so lange links rum. Danger, keep out. Komm bloß nicht rein. Ja, der Peter von Pete's Meat. Hab mich schon gewundert, wenn ich das sehe. Da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Peter! Peter Smits. Also, dann gehen wir da mal rein. Ui. Ich zieh einfach so Waffen rum. Boah, ich nehme halt alles mit, gell? Aber hier komme ich nicht weiter. Na gut. Scheiß, ich steig aus. Hat die einen Schalli drauf? Ups. Nee, die hat keinen Schalli. Müsste einen Schalli haben. Kann ich den wieder abmachen? Oh, ich habe einen neuen Schalldämpfer. Okay, Kommando. Kann ich gar keins reinmachen? Ohre Klump. Aber hier kann ich einen drauf machen. Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Ah!
Hau rein? Wow. Das meinte ich nicht mit Hau rein. Wir haben eine Granate mir in den Kopf geschmissen. Die Wichse. Hätte ich in das Stealth sein müssen? Da gab es ja nichts, um mich zu verstecken. Oh gut, vielleicht kann ich ja von Wonders rein. Naja, ah, hier sieht's doch stealthy aus. Habe ich vorher nicht gesehen. Oder da? Hacken. Den Nacken. Hallo. Gute Nacht. Hebt man nicht mal auf. Das ist nämlich direkt passenderweise ein schöner Container. Ich nicht gesehen. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Ich hab was Besseres zu tun. Komm raus! Ich finde echt Feuerlöscher. Ich kenne den Code nicht. Ich werde dich finden, du Missgeburt. Das ist natürlich scheiße. Bei deinen verkrumpten Zuckerarsch. Nee, lieber nicht. Also hin. Back. Sag doch mal was. Irgendwas. Ich tu dir nicht weh. Keiner da. Komm raus. Ich tu dir nicht weh. Hä? Найду тебя, сука, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. Так. Сыкло, сыкло. У тебя с носа потекло.
Tschüss. So, das war die. Aber ich dir. Ob die wieder rein? Ob bitte rein? Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Da oben jetzt. Ja klar. Schüsse gehört. Lebst du noch? Keine Spoiler, ja. Keine ja, Zeit ja. Hier um zu schleichen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oh, Crit-Chance erhöht. Nice. Ja, sieh mich ruhig, ist hier keiner mehr da. Wollte mir noch die Waffe holen. Das da. Das da. Und das da. Nice. Aber naja, Steph, konnten wir ja immer. Ja, vielleicht wird er dich aufnehmen. Warum auch immer. Mit die Waffe. Nö, dann halt nicht. Nicht genug Gewalt. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Hm? Guten Tag. Oh, Mülleimer. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. Verschwinde da, sonst ziehen sie uns. Erythritol, Süßkram für Erwachsene. Bin doch nur am Looten. Dieses RCR macht doch keinen Schaumpunkt oder so, ja? Sonst können wir nicht sparen. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Woher weiß? Hab seine Bude gesehen. Deshalb. Ist halt der Boss, also sollte er auch wie einer leben. Ist der Boss, weil jede Furze für einen scheiß Lohn für ihn arbeitet. Furzen wie du. Waren Fotzen einfach nur Fotzen. Jetzt sind wir diejenigen, die das Sagen haben. Hey, wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung mal gewinnen? Ich höre.
und ich, wir laden die Kisten in meine alte Karre und machen uns davon. In dem auf den Schrott? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung, die uns rauszerren und unsere Hirne auf dem Gehweg verteilen. Noch mehr geniale Ideen? Wie es hier jetzt aber der Ebene 1 weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, damit ihr noch mindestens noch nicht schon habt, die Notation-Bell aktivieren, dass YouTube weiß, was ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wann bei uns so abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account, für den ihr mir einen Follower drücken könnt oder für Fälle Zeigen einstellen solltet. Und damit seid ihr eigentlich safe und ihr solltet eigentlich immer mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. Endlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.